Lollbob YouTube ist der beste Spieler. Ich habe es nicht gleich erkannt. Ich habe gedacht, das wäre ein Fake, aber er ist der beste Spieler gerade in Skywars. In all time. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In dieser Art wird es wahrscheinlich in Zukunft mehr geben, und zwar Skywars Road to Pro, wie ich einfach versuche, in Skywars besser zu werden. Und ja, auf den gommahd.net-Server. Und dann sehen wir uns in der Runde. Ciao. Mein Ziel ist es, auf jeden Fall auch eine positive KD zu bekommen. Ja. Ja. Und ich komme aus dem Urlaub und ich habe schon lange nicht mehr gespielt. So. Stats. Man sieht schon 0,27er KD, 1,67er Win Chance. Ich will auf jeden Fall versuchen, dass ich, also von den Stats heute, dass ich da eine positive KD bekomme und eine höhere Win-Wahrscheinlichkeit als 5. Das sind meine All-Time-Stats. Ja. Okay, das war schon mal der erste Kill. Auch wenn er ein bisschen... auch wenn er ein bisschen gemein war. Passt schon. Kills sind Kills. Okay, das war ein bisschen daneben. Okay. Kein Fug. So. Gute Taktik ist schon mal Waterfighten. Nein, oder? Ich bin halt so lost. Come on. Tot. Nein. Ich find's schade, dass ich das Kit Enderman nicht hab. Ah, da ist eine Enderperle. Ich habe früher Dias immer extrem unterschätzt. Ich habe gedacht, dass Dias schlecht sind. So gut wie Eisen. Also nicht schlecht, aber schon nicht unbedingt sehr gut. Dass Eisenrüstung mit Prot 1 besser ist. Und deswegen habe ich nie Dias mitgenommen. Aber jetzt nehme ich mal Dias mit. Und ja. Ja. Mein Mate ist hoffentlich... Oh, mein Mate ist schon tot. das und das. Ich habe irgendwen gelootet. Und der Typ denkt. Oh Mann, das ist der Sensenmann. Gibt es irgendwer, wo es keinen Weg hier? Ich habe zwei Enderperlen. Ich weiß nicht, ob ich die wasten sollte. Ja, ich glaube, ich waste eine.
Nee, da. So unfähig. Ich muss halt. Okay, der Typ ist Feuerwehrmann. Der nimmt das hier. Das heißt, der kennt sich auf jeden Fall schon mal gut aus auf dem Map, weil er kann die ganzen Mitte jetzt looten. Nein, was ist jetzt passiert? Und mein Mate lebt auch noch. Alter, was ist... Ja, moin. Erstmal ein Double Kill hier. Nein, oder? Nee, oder? Ich gehe, glaube ich, jetzt mal nicht in den Waterfight. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Ja. Oh nein, mein Mate ist auch da drin im Water. Ich kann nur noch 16 Hits mit meinem Schwert machen. Nee, oder nee, nein. Oh. GG. Okay, das war schon mal ein erster Win. Hiermit habe ich schon mal 20% Win-Wahrscheinlichkeit, 0,75er KD. Das ist schon mal ein guter Start. So, das ist jetzt der zweite Tag. Sieht, dass ich nicht eingespielt bin. Nicht so ernst, oder? So. Als ob bei... Als ob bei LOLbob drin ist. BTW bei LOLbob YouTube ist der beste Spieler. Ich hab's nicht gleich erkannt. Ich hab gedacht, das war ein Fake, aber er ist der beste Spieler gerade in Skywars. In all time. So ein Faker. Der heißt doch YeatLolBob YouTube. Ganz, ganz gemeiner Typ ist er. Der Faker. Von bei LOLBob. Außer, er hat einen zweiten Account. Oh, da kommt der Typ gleich. Oh shit. ich habe das jetzt mal zur Sicherheit ein bisschen also unscharf gestellt, weil ja, ich habe keinen Erlaubnis von ihm diesen Stream zu verwenden. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal unscharf gestellt und ja. Typ ist gerade im Streamen und hat mich einfach komplett zerstört. Okay, dieses gut. Eck ist nicht von dieser Welt. Das ist dieses No-Look-Eck. Das hatte ich auch mal in Clips so ein paar Mal, dieses No-Look-Rodden. Alter, seit wann?
Ey, okay, jetzt. Oh, ich hab echt alles aus dem Inventar. Erkennt? Sucht der Typ jetzt auch noch, oder was? Oh, war das close. Das ist so ein langer Kampf. Ey, der ist halt so dumm. Ja, jetzt wirst du schön abgestaubt. Oh mein Gott. Wenn ich das gewende, das wäre... GG. 4 Kills. Nice. Das war's mit der Folge. Da diese Folge sehr viel Aufwand war, würde es mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt und gerne auch eine Bewertung da lasst.